Oh ja. Oh ja. Da müsste Säure drin sein. Säure! Hey, lass das! Ich soll das lassen? Ich glaube, du spinnst. Ich werd nicht gern nass. Ah, du wirst also nicht gern nass, ja? Hör auf, hab ich gesagt. Ich sag's meiner Mami. Ja klar, die sieht so aus, als wenn sie das interessiert. Mami, der Mann ist ein Stalker. Er hat meine Wasserpistole und jetzt spritzt er mich nass. Klar, Marianne. Aha. Ja, ja. Mami! Momentchen mal. Hörst du jetzt auf zu schreien? Ich telefoniere gerade. Aber Mami! Der Mann will mich entführen. Sag noch einmal Mami. Sag noch einmal Mami. Ich warne dich, Motherfucker. Was? Ach, Scheiße. Oh, was denn los? Mami hört dir wohl nicht zu, was? Oh, 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 armer kleiner Scheißer. Willst du ein bisschen Wasser? Das wirst du noch bereuen. Ja, ja, ja. Gib mir das Abzeichen. Na los, das war so abgemacht, du kleiner Scheißer. Abgemacht? Gar nicht. Ich geb dir meine Polizeimarke nicht. Niemals. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Ich bestimme hier, wenn's reicht. Und das wird erst sein, wenn ich die Marke habe. Na gut, hier ist die Scheißmarke. Du hässliches, dummes Schwein. Braver Junge. Warum musste das denn so schwer sein? Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Aber gerne. Okay. Wir haben, was wir wollten, und jetzt würde ich fast behaupten, wir müssen zu Murray. Denn von dem konnten wir uns ja die Marke angucken. Der war hier. Oh, Murray. Entschuldigung, Murray. Kann ich Ihre Marke nochmal sehen, Murray? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Macht mich nervös, wenn ich die nicht am Mann habe. Oh, danke und keine Angst, Sie können mir vertrauen. So, jetzt hatte ich nämlich glatt eine andere Idee. Wir geben Ihnen einfach die wieder. Yeah. Ja, Murray. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Und wenn wir jetzt dem Dieb die Polizeimarke zeigen und sagen, wir sind von der Bullerei, was macht er dann? Beklaue niemals einen Bullen. Wo war der? Ach, da. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Den Typen, der dich umlegt, wenn du dich nicht ganz schnell verpisst. Ist das so? Officer Hicks, gib mir den Ring. Welchen Ring? Den, den du gestern geklaut hast, du Stück Scheiße. Ich hab den Ring nicht geklaut. Ich meine, ich hab gar keinen Ring geklaut. Officer, ich... Hör auf rumzustottern. Wolltest du mich nicht vor einer Minute noch umlegen, du dreckige Ratte? Hören Sie, ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich habe gestern einen Ring in der Dr. Fred Edison Street gefunden. Der lag auf dem Boden. Ja, der lag da auf dem Boden, nachdem du seinen Besitzer bewusstlos geschlagen hast. Ich kenne deine Methoden, du Made. Hey, hey, hey. Glauben Sie nicht, dass das etwas zu weit geht mit den Beleidigungen? Das ist die Macht der Marke. Kann Sergeant Kramer jetzt gut verstehen. Wen? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Penner. Na gut, na gut. Schalten wir mal einen Gang zurück. Ach ja? Was schlägst du denn vor? Warum reden wir nicht einfach wie zivilisierte Menschen miteinander? Willst du damit andeuten, dass ich nicht fähig bin, ein zivilisiertes Gespräch zu führen? Nein, 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 natürlich nicht. Ich was? Abschaum. Ich will keine Probleme mit euch Bullen. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss. Mhm. Da hat aber auf einmal jemand ganz viel Platz in der Hose bekommen.
Mir reißt hier gleich der Geduldsfaden. Ach, kommen Sie. Ich versuche ja zu kooperieren, Officer. Was wollen Sie denn noch? Was ich noch will? Was noch? Ich will den verdammten Ring wieder haben, du stinkende Kanalratte. Bitte, ich sagte ja schon, ich will keine Schwierigkeiten. Ich hab Ihren Ring, okay? Ich sagte ja, den hab ich auf der Straße gefunden. Gar nichts Illegales. Das schwöre ich bei meinen Kindern. Du hast Kinder? Glaube ich nicht. Im Ernst? Wenn Sie mich festnehmen, wer kümmert sich dann um die Mädchen? Wer zahlt dann die Rechnungen? Ist nicht mein Problem. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mal fünfe gerade sein. Ich kann Ihnen sogar ein Bild von meinem Mädel zeigen. Richtig kleine Engel. Es reicht. Ich will das nicht sehen. Die sind wahrscheinlich ohne so einen schmierigen Vater besser dran. Hey. Moment mal. Ich mag ja so einiges sein, aber ich bin kein schlechter Vater. Ich liebe meine Frau und meine Töchter und sie lieben mich. Ich bin Vater und ein Ehemann, der jeden Tag hart arbeitet, um seine Familie bestmöglich zu versorgen. Ist das ein Verbrechen? In deinem Fall schon, du Wurm. Na gut, dann verhaften Sie mich. Aber alles, was ich tat, tat ich aus Liebe. Willst du mich verarschen, oder was? Willst du wirklich verhaftet werden? Nein. Na, dann mal her damit. Dann gib mir halt den Ring, den du gefunden hast. Ich hab den im Moment nicht dabei, aber ich kann ihn zeigen, wo ich ihn versteckt hab. Das ist das Intelligenteste, was du heute von dir gegeben hast. Okay, warten Sie. Ich muss ihn nur aus meinem Geheimversteck holen. Hast du gerade wirklich Geheimversteck gesagt? Ja, Officer. Der Penner hat ihn. 100 pro hat der Penner ihn gerade geklaut. Houston, wir haben ein Problem. Ich lass mich überraschen. Ich finde ihn nicht. Der war genau hier. Das schwöre ich. Und das soll ich dir jetzt abkaufen, ja? Ich verstau meinen Krempel immer hier. Ich versteh's nicht. Tja, dann sag ich mal den Jungs, sie sollen eine Pritsche für dich vorbereiten. Liegst du gerne oben oder unten? Und ich spreche jetzt nicht von der Pritsche. Moment. Den muss jemand geklaut haben. Ja, du. Und du gibst dir nicht mal Mühe, ihn wieder rauszurücken. Tja, deine freie Entscheidung. Verdammt, warten Sie. Ich wurde ausgeraubt. Ich will eine Anzeige erstatten. Wie bitte? Ich sagte, ich wurde ausgeraubt. Ich glaub's nicht. Fühlt sich nicht toll an, oder? Tja, ich wurde ausgeraubt und auch noch niedergeschlagen. Aber wer konnte denn wissen, dass ich den Ring hier versteckt habe? Tja, die einzige Person, die ich herumschleichen sehen habe, war der... Oh, Scheiße. Was? Nichts. Ist nicht mehr dein Problem. Verzieh dich. Hätte wissen müssen, dass der Bastard mich übers Ohr haut. Genau das. So, wo ist der Penner jetzt? 100 pro in der Gasse. Also entweder da oder bei der Kneipe, beim Claytons. Ein von beiden. Hier ist er nicht. Hierher. Naja. Hier ist er nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal beim Claytons. Da. Na. Was geht, Junge? Suchst du was? Du verdammter Bastard. Hey, kein Grund für Beleidigung. Ich werde noch mehr machen, als dich nur zu beleidigen, wenn du mir nicht mein Eigentum wiedergibst. Deins? Ja, meins. Und hör auf zu lachen. Der Ring ist zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Du solltest hoch erfreut sein. Verdammter verräterischer Penner. Du weißt genau, wie dringend ich den brauche. Entspann dich, Junge. Du wirst ihn nicht mehr brauchen. Du bist schon die ganze Zeit hinter dem Ring her? Was soll das alles? Aber du hast mir sogar geholfen. Du hast mir gesagt, dass du eine Art Orakel bist. Was ist los, Junge? Sag bloß, du bist doch nie ausgenutzt worden. Ach, du bist Abschaum. Aber das wusstest du ja schon. Komm schon, Junge, entspann dich. Der ganze Zorn, der dich jetzt ergreift, wird in Kürze wie verflogen sein. Nicht heute oder morgen, aber du wirst wieder lieben lernen. Du glaubst wohl, das ist lustig, hm? Ich geb mir Mühe. Meine Geduld hat Grenzen, ich warne dich. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert,
Wie wird die Menschheit dann überleben? Ich hab dich gewarnt. Gib mir den Ring. Er gehört mir. Du weißt, dass er mir gehört. Au, Mann! Nicht cool. Rennst du jetzt rum und spielst Zeus? Hast du geglaubt, der Ring ruiniert einem nur das Leben? Ich weiß, dass er seinen eigenen Willen hat. Das habe ich von dir gelernt, als wir noch Freunde waren. Stimmt. Aber du hast keine Ahnung, was er kann. Dieses Ding hat Ströme versiegen lassen, Gebäude einstürzen und hat ganze Zivilisationen zerstört. Wovon zum Geier redest du? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer diesen Ring erschaffen hat oder welche Macht er verleiht. Aber er verändert seit Jahrhunderten die Realität dieser Welt und fast niemand weiß von seiner Existenz. Vergisst du da nicht was, mein Freund? Nämlich, dass es mir scheißegal ist? Er kann auch die Gedanken der Leute beeinflussen, dass die wie von ihm besessen sind. Er zwingt sie dazu, Sachen zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Er kann sogar Leute verfluchen, sie in einem Raum-Zeit-Paradox gefangen halten. Das kommt mir bekannt vor. Niemand konnte den Ring je bezähmen, aber ich bin nah dran. Bald wird es nichts mehr geben, das ich nicht tun kann. Diese hübschen rosa Schlappen, die fallen mir ja jetzt erst auf beim Penner. Tja, nun ist der Penner einer der X-Men geworden. ja. Heißt das, dass du endlich mal duschen gehst? Ich habe halt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, sorry, Herr des Universums. Aber es ist nie eine gute Idee, die Körperhygiene zu vernachlässigen. Diese Dinge sind jetzt nicht mehr von Belang. Okay, red dir das ruhig ein, aber ganz im Ernst, du stinkst. Ah! Zisch! Ja, äußerst sinnvoll, jemanden zu provozieren, der Blitze schießen kann. Also fängst du jetzt ernsthaft an zu studieren, oder was? Wie bitte? Na, du weißt schon, dass du deinen Abschluss machen kannst und einen Roman schreiben und ein fliegendes Auto bauen oder was auch immer. Hey, wofür war das denn? Ich meinte das ernst. Das war auch ernst. Ernst, ehrlich, herzlich und spontan. Ach ja. Also schreist du jetzt keine komischen Sachen mehr in der Gegend rum? Tja... Ein Penner hat auch Bedürfnisse, egal wie viel Macht er besitzt. Ich schaue einfach mal, wie es läuft. Wenn du die Weltherrschaft übernimmst, möchte ich, dass du aufhörst rumzuschreien, dass ich verflucht bin. Das wäre zumindest ein erster Schritt auf dem Weg, wieder Freunde zu werden. Niemals. Aber warum machst du das? Das bringt doch jetzt gar nichts mehr. Außerdem bist du doch jetzt dieser mächtige Typ, oder? Ich weiß, aber ich leg doch nicht liebgewonnene Gewohnheiten einfach ab. Ich bin doch kein scheiß Yuppie und ich werde auch nie einer sein. Yuppies rennen wenigstens nicht rum und pöbeln wildfremde Menschen an. Du verstehst nicht, Junge. Egal wie weit man es bringt, egal wie erfolgreich man ist, es sind die kleinen Dinge, all diese alltäglichen Kleinigkeiten, die das Leben ausmachen. Verstehst du? Ja. Tiefschürfende Weisheiten von einem emotional gestörten Obdachlosen. Na gut. Weißt du, eins verstehe ich nicht. Was denn? Oh nein, Alter. Wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn dann überhaupt loswerden? Komplizierte Geschichte. Man weiß nie, was mit dem Ding passiert. Obwohl, hast du ihn nicht auch verloren und willst ihn jetzt zurück? Willst du mich wirklich beurteilen? So hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Klar hast du nicht. Andere Leute verurteilen ist einfach, was? Aber wer im Glashaus sitzt... Hey, ich sagte ja schon, du hast recht. Was willst du denn noch? Aua! Das! Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat, wie kannst du sicher sein, dass er dich nicht auch in die Scheiße reitet? Bin ich nicht. Ich bin nur für den Spaß dabei. Und ehrlich gesagt wird mein Leben eh nicht viel schlimmer, als es schon ist. Stimmt. Aber du kennst den Ring. Vielleicht hat er ja schon was Finsteres für dich geplant. Und was soll das sein? Weiß nicht. Vielleicht hättest du zufrieden sein sollen mit dem, was du hattest, anstatt dich korrumpieren zu lassen. Diese Strahlen sehen nicht gerade gesund aus, weißt du? Und wenn du ihn irgendwann mal loswerden willst
und es dann längst zu spät ist, um... Warum sollte es dann zu spät sein? Weil du dann vielleicht tot bist? Ja, verstehe, was du sagen willst, aber weißt du was? Was? Frag noch so blöd. Wenn man den derzeitigen Stand der Technik bedenkt, ist es dann eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration nur noch auf Download setzt? Tja. Ja? Meiner Meinung nach... Deiner Meinung nach was? Wenn du nicht antworten willst, dann lass es doch einfach. Aber ich wollte doch. Also langsam nervt's, oder? Fängst du jetzt an zu spielen? Ich levitiere. Ich sag ja, der Ring hat Kräfte. Ist ja jetzt nicht gerade so toll. Man sieht's ja kaum. Ich levitiere. Ich schwebe nicht. Da gibt's einen Unterschied. Und nur zu deiner Information. Man sieht sehr wohl. Na klar. Wenn du das sagst. Ich sag es. Ich, der levitierende Penner. Übrigens, schwebst du schon die ganze Zeit, seit ich hier bin? Weil mir ist es gerade erst aufgefallen. Ja! Was denn? Bin halt nicht so der aufmerksame Beobachter. Mann, oh Mann. Wie ich schon mal sagte, kann man der Natur des Universums nicht entfliehen. Wo der eine nur Zufall sieht, sehe ich Konsequenzen. Wo der eine nur Wahrscheinlichkeit sieht, sehe ich Kosten. Was zum Geier redest du denn da? Bring mir die Augen des Orakels und ich gebe dir deinen Auserwählten zurück. Ich glaube, das ist ein fairer und vernünftiger Handel. Ja? Nein? Genug von deinem blöden Geschwätz. Ich dachte, du bist das scheiß Orakel. Oh, Mann! Ja, der Penner. Was machen wir denn jetzt? Pfütze? Der ist ja nicht umsonst in dieser Gasse und nicht neben dem Haus. Hier ist die Pfütze, also Wasser. Sollen wir den Kurzschluss verpassen? Was ist das, Junge? Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Ja, und ich werde dich sehr bald grillen. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Mhm. Das verschießt Wasser. Yes. Nein! Ich komme wieder! Ja, klar wirst du das. Der gegrillte, ehemals levitierende Penner. Und nun können wir uns den Ring nehmen. Komm zu Papa. Wieder einmal. Endlich habe ich dich, du fieser Ring. Jetzt muss ich nur noch... Warte mal. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich hoffe, ich muss den nur zurück im Metzgeldbeutel tun und mich dann dumm stellen, damit alles wieder normal wird. Wenn ich den allerdings in den Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiße ich ihn lieber gleich hier weg. Oh. Randall! Mein Gott, was ist passiert? Matt! Oh. Matt ist tot! Er hat sich mit einer Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so lange umgerührt, bis... Okay, okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Ich bin so alleine. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Oh Mann, tut mir leid, ich wollte gerade... Bist du beschäftigt oder so? Tja, oh oh. Naja, Ich brauche jetzt einen guten Freund, nein. Randall. Bitte! Okay, in Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Claytons angekommen. Okay, ich bin in der Nähe. Bin gleich da. Okay. Ich warte. Oh, oh, oh. Ich kann euch nur eins sagen. Abgesehen von diesem absurden Szenario mit der Schere, aber niemals, niemals geht mit einer Frau in eine Kneipe oder Bar oder irgendwo, wo es alkoholische Getränke gibt, wenn die sich alleine fühlt. Vorausgesetzt, euch ist die Freundschaft was wert. Nur so als Tipp.
Und das spreche ich durchaus aus eigenen Erfahrungen. Das sollte man niemals... Sieh mal einer an, wenn das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Da können Sie schleimen, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Aber ich sehe, dass du und Miss Thompson lieber zusammen sind. Was zum Geier wollen Sie damit sagen? Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? Du bist Abschaum. Er ist noch nicht mal 2 Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen und feiert schön. Ha! Seid beim nächsten Mal vielleicht etwas diskreter, ja? Und merkt dir meine Worte. Ich krieg dich. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich kann dein Gesicht nicht ausstehen. Ich muss dir dein Leben zur Qual machen. Das ist wie eine Sucht. Ja. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du bist mein Hobby. Wollen wir nochmal mit ihm reden? Ich habe nicht das geringste Interesse an einem Gespräch mit dem Typen. Hab ich mir gedacht. Der nervt. Dann lasst uns mal ins Claytons. Ah, das wird nicht gut ausgehen, das weiß ich jetzt schon. Na, wo ist er? Da. Tja, ich weiß gar nicht, wie du dich fühlen musst. Nur ein bisschen schwindelig. Oh oh. Habe eigentlich nur 2 Drinks gehabt oder 3. Oder... Hey, bist du betrunken? Kann ich mitmachen? Na gut, mach nur. Also er hat mich 3 Wochen nicht mehr angerummelt. Nur weil ich ihn Eddie Monster genannt habe. Randall, bitte hör auf. Wenn ich noch ein Wort über diesen Mord überhören muss, werde ich ihn jagen und erschießen müssen. Tja, viel Glück dabei. Er sieht zwar echt doof aus, aber ist ein erfinderischer kleiner Drecksack, der Typ. Und deswegen brauche ich das Armband wieder. Was? Ein Armband? Aber warte mal. Habe ich das nicht schon zurück? Wovon du redest. Hab ich? Oh, oh, oh. Hab ich? Ich glaub, wir haben genug. Ja. Matt wäre stolz auf uns. Matt? Oh. Scheiße. Tag 5, Montag. Bis das die, was? Magnumatic uns scheidet? Oh shit, genau das habe ich befürchtet. Was ist passiert? Ach komm schon. Na, was ist denn hier los? Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Mann, das war wirklich super romantisch. Oh Scheiße. Wach auf, Randall, wach auf. Ist schon wie ein Traum, oder? Als du mir den Ring gegeben hast, dachte ich, du spinnst doch. Ich hab dir also den Ring gegeben? Ging alles ziemlich schnell. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du gar nichts mehr weißt. Und was ist mit Matt? Ach, weißt du, das hatte eh alles keine Zukunft. Ich hab mir schon immer gewünscht, dass du mir einen Antrag machst. War vielleicht nicht so nett, das vor seinen Augen zu machen, aber vielleicht ist es so das Beste. Oh, Scheiße. Und genau das ist das, was ich meinte. Niemals dürft ihr sowas machen. Niemals. Das geht nie gut aus. Das ist nämlich genau dasselbe, auch wenn ihr sagt, ja, mir könnte das nicht passieren. Das ist genau das Problem. Wenn ihr mit einer Frau da sitzt, und ihr trinkt was oder sie trinkt was und sie trauer und möchte euch quasi zum Trösten, ich sag mal ganz vorsichtig, benutzen, haben.
Und ihr seid natürlich, sagen wir mal, Gentleman und sagt, nein, sowas macht ihr nicht. Ja, dann habt ihr den genauen Umkehrschluss. Denn denkt nämlich diese Frau, die ja eh schon traurig ist, weil sie eventuell verlassen wurde, sie sei nicht attraktiv genug, damit ihr das macht. Ihr kommt so oder so nicht aus der Sache raus, deswegen lasst so'n Scheiß. Wenn eine Frau sich trösten will, dann soll sie zu einer Freundin gehen. Auch wenn ihr der beste Freund seid, dann macht das irgendwo, wo kein Alkohol fließen kann. Das ist scheiße wichtig. Echt, da gehen Freundschaften kaputt, das glaubt ihr nicht. Na gut, machen wir hier weiter. Genug pädagogisch wertvollen Müllgeriss erzählt. Nein, ist kein Müll, es ist tatsächlich so. Aber gut, ihr müsst wissen, was ihr draus macht. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich auch nicht so ganz. Ist schon irre, oder? Wir müssen anfangen, die Hochzeit zu planen. Oh, die Hochzeit. Ja klar. Die Zeremonie, die Blumen, das Essen, die Musik, die Dekoration, den Pfarrer, die Flitterwochen. Wir müssen sofort anfangen. Was? Wir haben eine Menge zu tun und alles muss perfekt sein. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Da darf nichts schiefgehen. Es ist bereits alles schiefgegangen. Was? Randy, sag doch nicht sowas. Randy? Echt jetzt? Randy? Jetzt werd nicht gleich so grummelig. Ich weiß, dass es dir gefällt. Eieiei. Hör zu, Sally, ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ja klar, ich hatte ja ganz deutlich gesagt, dass ich wassermelonenrote und limettengrüne Kleider für meine Brautjungfern will. Nicht Erdbeere und Minzgrün. Aber das kommt schon mal vor. Ja, ja. Übrigens musst du deinen Anzug anprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Was soll das heißen? Ich muss mich um Millionen Sachen kümmern und du hilfst mir kein bisschen? Natürlich nicht. Ich will doch nur, dass du deinen scheiß Anzug anprobierst. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Okay, ich schau mal. Schon besser, Baby. Das wird ein wunderschönes Hochzeitsfest. Weißt du, der Ring, den du da trägst, das ist kein gewöhnlicher Ring. Ja, stimmt. Der ist wunderschön. Und ganz allein meiner. So glänzend. Glaub nicht, dass mir der Anblick je langweilig wird. Sally, du bist heute echt komisch. Ich glaube, der Ring verändert dich. Ja, logisch, Dummerchen. Das ist das Eheversprechen. Außerdem bin ich wegen der Hochzeit etwas nervös. Nein, im Ernst. Zieh den Ring lieber ab. Sehr witzig, Randy. Ich nehme den nicht ab. Das ist kein Witz, Sally. Nimm ihn ab, bitte. Nein und nochmals nein. Hör auf damit. Weißt du, Matt macht mir Sorgen. Matt? Warum? Muss ich das wirklich erklären? Oh, Liebe kommt, Liebe geht. Sowas passiert jeden Tag. Sally, kennst du Matt wirklich so schlecht? Du weißt, wozu er fähig ist. Was soll der schon anstellen? Sich einfrieren? Matt ist ein Schwätzer. Randy ist ein Macher. Vielleicht nicht gleich einfrieren, aber irgendwas wird ihm schon einfallen. Du machst dir zu viele Sorgen. Aber dass dir deine Freunde so wichtig sind, ist echt süß von dir. Ja. Bin gleich wieder da, Süße. Okay, aber verlassen Sie nicht das Land oder wir müssen Sie umlegen. Ja. Geht klar. Oh, scheiße, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ich muss Matt finden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. Ich traue mich gar nicht, in die Zeitung zu gucken. Matt, wie er leibt und... naja. Wahnsinniger terrorisiert Nachbarschaft. Ja. The Cotsinator. Ach du Scheiße, jetzt geht das ja wieder los, ne? Hä? Oh, hey, Mr. Mrs.? Marconi? Was ist los, Junge? Du schaust, als hättest du mich noch nie gesehen. Naja. Reiß dich zusammen, Junge. Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Oh, echt jetzt? Hören Sie, wegen der Miete, ich... Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen. Konzentrier dich mal ganz auf die Hochzeit.
Oh, oh, oh. Entschuldigung, aber das ist einfach zu herrlich. Ach, schön. Ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaube, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kirchengang runterkommen siehst. Irgendwas ist anders an Ihnen, Ach, was? Mr. Mrs. Marconi. Einbildung. Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Klar. Sieht scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Haha, die frohe Erwartung bringt dich fast um, was? Oh ja. Ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Braver Junge. Eine Ehe ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das? Oh. Mann, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally in mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Hausflur? Oh, fick mich seitwärts. Naja, ich muss unbedingt mit Matt reden und alles klarstellen. Ja, das sehe ich auch so. Ich möchte aber trotzdem vorher nochmal gucken. Er ist nicht hier. Werde ich nochmal ganz kurz speichern. Ja, dann wollen wir mal zu Matt. Oh, oh, oh. Ah, der Junge ist wieder hier. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Matt. Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Ich hab hier noch nie angeklopft und ich fahr... Ja, ja, ist gut. Dann würde ich fast sagen Seitenstraße. Na, gucken wir erst nochmal hier. Hallo, Großer. Da hast du aber einen super Luftballon. Das ist meiner. Den kriegst du nicht. Du bist doof. Ah, ich will deinen Scheißballon nicht. Oh, ich will deinen Scheißballon nicht. Ah, nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Mir geht gleich die Geduld aus. Mir geht gleich die Geduld aus. Du willst es wohl auf die harte Tour. Du willst es wohl auf die harte Tour. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Du bist doof. Ja. Ich gebe dir mal einen Tipp. Du solltest nicht wahllos Leute beleidigen. Du bist hässlich. Besonders, wenn deiner Mama dir nicht helfen kann. Du bist hässlich und doof. Wenn du es sagst, Kleiner, ich hab dich aber gewarnt. Soll das eine Drohung sein, Arschgesicht? Nur eine Warnung. Für mich klang's wie eine Drohung. Entschuldige dich. Ah. Sag Entschuldigung, Affenfresse. Autsch, okay, okay, tut mir leid. Schon besser, du Lutscher. Oh, meine Fresse. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken, bevor ich mir bei dir was weghole. Hey, morgen. Guten Morgen. Willst du einen Luftballon? Klar. Sind die umsonst? Sehe ich aus wie einer, der was zu verschenken hat. Weiß nicht. Hast du nicht früher Hotdogs verkauft? Das ist leider Geschichte. Einst bedachte mich die Hotdog-Gottheit mit ihrer Gnade. Bei mir gab's die besten Hotdogs der Stadt. Aber eines schicksalhaften Tages wurde ich verflucht. Und seitdem... Mal langsam, Kumpel. Ich hab das Monopol auf Flüche. Da musst du dir schon eine bessere Ausrede einfallen lassen. Wie bitte? Ich sagte, ein Hotdog mit allem bitte. Du hast mir wohl gar nicht zugehört. Wie bitte? Ach, ich hasse Menschen. Da sind wir schon zwei. Also... Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umlegen. Wäre das nicht eine Nummer zu hart? Find's schon eine Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu fragen. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überleg's dir. Ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge.
Ist das eine Heliumflasche? Wie sollte ich sonst die Ballons aufblasen? Was weiß ich? Du bist der Fachmann. Eben. Und ich sag dir, das ist Helium. Warum hast du denn nicht so eine quietsche Stimme? Wo lebst du denn? Das funktioniert nur, wenn man's einatmet. Bist du sicher? So sicher, wie heute Montag ist. Okay, dann beweis es doch. Ich will mein Helium nicht verschwenden. Ach komm schon, lass dich nicht lange bitten. Da kannst du auf Knien rutschen. Ich inhaliere doch kein Helium, nur dass du dich amüsieren kannst. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Ich kann das den ganzen Tag. Ganz lieb, bitte? Ich sagte nein. Über Ober, bitte. Ernsthaft? Nur so nebenbei, ich hab Kinder. Ich kann das wirklich den ganzen Tag. Über Ober, super, bitte. Treib's nicht zu weit. Ich brauch den echt. Soll ich dir sagen, was ich brauche? Ich brauch den wirklich ganz dringend. Das ist mir ziemlich schnuppe. Ich brauch den wirklich ganz, ganz dringend. Kenn ich irgendwoher. Es geht um Leben und Tod. Dann nenn ich den Tod. Wenn du mir keinen gibst, rede ich nie wieder mit dir. Na dann, gebongt. Ich werd dein bester Freund. Hab schon einen Hund. Ich werd bis in alle Ewigkeit dein bester Freund sein. Ich hasse Hunde. Ey, du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Tja. Nun ja. Na dann. Yippie-ki-yay, Doofmann. Stark, Alter. Und ich glaub, der Rotznase hat's auch gefallen. Tja, bei dem ist das wohl normal. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du es nochmal machen? Ich mach das nicht nochmal. Na gut, gucken wir mal hier in die Seitenstraße, ob wir da hochkommen. So stark bin ich nicht. Ach, scheiße, ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir da hochkommen. Eher nicht. Auch nicht. Hm. Kommen wir denn da hoch? Verdammt.